Okay, wir machen weiter. Ich habe nach wie vor viele Herausforderungen vorliegen. Und mal sehen, wir können ja mal wieder eine 5 plus 0 Partie spielen. Und mal sehen, wen ich hier mal annehme. Ja, so viele Herausforderungen. Wir nehmen mal hier Partie von Muscle Prain an. Recht starke Gegner mit 2 zu 64 und das wird bestimmt eine spannende Partie. Und wie immer hoffe ich, dass er gesehen hat, dass ich seine Partie angenommen habe. Das ist ja immer hier das Wichtigste am Anfang der Partie, damit es überhaupt losgeht und wir hier nicht quasi sinnlos Zeit vergeuden. Okay. Ja, ich warte ein bisschen natürlich. Ich kann ja nicht erwarten, dass jemand die ganze Zeit da auf Start auf das Herausforderungs Fenster und schaut, dass ich annehme. Aber es ist leider so, auch wie in den vorangegangenen Videos, irgendwann muss ich dann leider zur nächsten Partie gehen. Da habe ich quasi gar keine andere Möglichkeit, denn es warten hier noch so viel, sehr viele und lässt sich nicht ändern, leider. Okay, ich würde sagen, ich gehe zur nächsten Partie. Und ich nehme weiterhin jetzt wieder Partien hier oben an und da habe ich jetzt auch einen weiteren sehr starken Gegner. So, Wegst heißt der. Weg und dann ST. 2-3-24, ich glaube, das ist mein stärkster Gegner heute. 3 plus 0 spielen wir, es wird eine sehr schnelle Partie. Hoffentlich aufregende Partie. Der hat mir die Herausforderung gerade erst gestellt und von daher bin ich sehr zuversichtlich, dass er jetzt hier die Partie gleich eröffnen wird. Könnte eigentlich auch mal, ich sehe hier, ich habe immer noch Zuschauer. Wahrscheinlich wäre es schlau, mal einen der Zuschauer anzunehmen, denn da wäre es absolut sicher, dass sie es direkt sehen, weil die schauen ja zu und dann ist ja klar, dass sie hier aktiv sind. Na komm, Wegst. Mal sehen, wie heißt er? Carsten Wegst. Achso, das ist sein Nachname. Okay. Alles klar. Mist. Ja, da muss ich mir, wenn ich das nochmal mache, muss ich mir irgendwas überlegen, wie wir das vielleicht verbessern können, dass ihr dann direkt seht, wenn ich eure Herausforderung angenommen habe. Denn so ist es ja. Ah, jetzt. Okay. Alles klar. Jetzt sind wir im Spiel. Aber wie gesagt, jedes Mal 2 oder 3 Minuten warten ist natürlich nicht optimal. Auf der anderen Seite, ihr wartet ja auch, habt wahrscheinlich auch recht lange gewartet, falls ihr gegen mich gespielt habt. Von daher könnt ihr sagen, das ist nur fair. Okay, diese Variante, Läufer E2. Ach, wie ging das nochmal? Wie ging das nochmal hier? Ah, ich kann mich nicht wirklich entsinnen. Okay, ich spiele Springer C6. Diese Nebenvariante mit Läufer E2 ist ein bisschen giftig. Und hier gibt es scheinbar ein Bauernopfer. Beziehungsweise ist kein richtiges Bauernopfer, denn ich kann den Bauern auf E4 nicht nehmen wegen D5. Aber ich glaube, ich kann hier selber D5 spielen, auch wenn ich jetzt quasi ein Tempo verloren habe. Aber ich kann auf diese Art und Weise im Zentrum dagegen halten. Und jetzt bringe ich meinen Läufer raus. Nicht, dass das irgendwo in irgendwas reinläuft. Ich habe nur Angst, dass ich meinen Springer irgendwie verlieren würde. Hier auf E4. Läufer 5, Springer H4. Vielleicht besser Läufer G4. Ich möchte meinen Läufer auch nicht einsperren auf C8. Ja. Ich würde ihn gerne rausbringen, bevor ich hier E6 spiele. Springer C3. Ich glaube, den Springer kann ich nach wie vor auf E4 lassen. Den wird er wohl nicht schlagen, denn dann öffnen sich die D-Linie und Druck gegen den Bauern D4. Und der Springer ist ein bisschen lästig für ihn. Mal sehen, wie er den los wird. Er schlägt doch. Okay, alles klar. Das kommt ein bisschen unerwartet, denn der Bauer auf D4 wird jetzt fallen. Aber er wird wahrscheinlich hoffen, dass er den Bauern auf E4 als Gegenpfand bekommt. Okay, hier sollte ich auch schlagen auf E2.
Und jetzt schlage ich auf D4 und behaupte einfach mal, ich schnappe mir gleich noch den Bauern auf E5 und habe dann einen mehr. Ich bin unterentwickelt, von daher, ich muss genau schauen, wie das hier alles klappt. Ob das so möglich ist, wie ich mir das vorstelle. Und er deckt jetzt den Bauern tatsächlich auf E5 erstmal. Das ist wahrscheinlich ein schlauer Zug. Okay, ich gehe jetzt hier ins Endspiel mit Dame D3. Dann sollte ich jedenfalls keine Probleme mehr haben mit meinem König. Das war jedenfalls meine Hoffnung. Ja, ich bin trotzdem noch ein bisschen in der Entwicklung hinten dran. Ich habe hier noch ein paar Probleme zu lösen. Ich spiele einfach mal Turm D8. Ich denke, die Störung sollte ungefähr ausgeglichen sein. Das sollte hier ungefähr ausgeglichen sein. Nur wie. Ah, jetzt hängt doch der Bau auf E5 wieder. Hängt der Bau auf A7 auch. Aber dann habe ich endlich mal diesen Bauern los und kann ein bisschen befreiter aufspielen im Prinzip. Von daher habe ich jetzt diesen Tausch gemacht. Jetzt den Springer nach D3, da steht er sehr stark, denke ich. Aber nach wie vor mein König noch in der Mitte, das ist das nach wie vor das Hauptproblem. Und mal sehen. Okay, F5. Es sieht jetzt sehr krumm aus, was ich mache. Aber ich hoffe, das funktioniert alles. Ich spiele jetzt König E7, um den König jetzt gleich nach F6 zu bringen. Und der Springer auf D3. Den muss er erstmal loswerden. Läufer C5 Schach. Jetzt trickst er hier rum. Okay, aber ich kann ja einfach nach F6 gehen, behaupte ich einfach mal. Und oh, oh, ich sehe hier, Läufer schlägt F8, kommt Turm schlägt F8, Springer schlägt H7. Okay. Ich schlage hier lieber den Springer raus. Hab natürlich jetzt einen Bauern verloren, aber. Ah, jetzt kommt hier auch wieder Schach. Verdammt, das habe ich nicht geplant. Da hätte ich doch mit dem Turm D schlägt F8 schlagen sollen. Denn auf diese Art und Weise stehe ich jetzt hier doch nicht so gut. Aber nach wie vor habe ich den Springer und ich habe noch Hoffnung. Aber er spielt hier weiter stark. Er spielt hier weiter sehr stark. Okay, ich. Ja, aber das ist jetzt hier. Das ist mehr oder weniger hoffnungslos. Ein Faktor ist hier noch die Zeit, aber ja, das ist eigentlich im Prinzip hier vorbei, leider. Das ist leider vorbei. Von daher, es geht jetzt hier schnell spielen und irgendwie noch hoffen, noch was zu machen, aber sonst rein objektiv ist das natürlich völlig verloren. Okay. Ich hoffe, er setzt mich jetzt nicht matt. Aber jetzt komme ich doch hier. Jetzt ist es wieder, sieht es wieder ganz anders aus. Und er muss jetzt hier sogar schon den opfern. Und jetzt setze ich sogar noch matt. Das ist sehr glücklich gelaufen für mich natürlich. Die Störung war völlig verloren. Er hat gut gespielt, hat diesen schönen Trick hier gefunden, hat bewiesen, dass meine Idee sehr falsch war mit König E7, Läufer C5 Schach, König F6, Läufer schlägt F8. Jetzt hätte ich hier Turm D schlägt F8 spielen sollen. Aber das ist, glaube ich, auch schlecht. Er kann Springer schlägt H7 spielen oder Turm schlägt D3, gefolgt von Turm D7. Und das ist definitiv schlecht für mich. Von daher, aber, also hier bin ich mir sehr sicher, meine Störung sollte in Ordnung sein. Vielleicht einfach ruhig spielen, Läufer E7. Keine großen Tricks machen mit Springer D3. Und das sollte ausgeglichen sein. Okay, kommen wir zur nächsten Partie. Nehmen wir mal an, den lila Springer. Schöner Name. Und mal wieder eine 3 plus 0 Partie. Ich würde sagen, nach dieser Partie machen wir mal wieder eine längere. Aber ich hatte es ja auch in meinem Infovideo gesagt, besser sind 5 plus 0 Partien, pardon, besser sind 3 plus 0 Partien, denn dann kann ich gegen mehr Leute spielen. Offensichtlicherweise. Und während wir warten, befeuchte ich nochmal meinen Mund.
warten noch ein bisschen. Und ja, ich glaube, wir haben gleich genug gewartet und ich werde die Partie wohl abbrechen müssen. Es tut mir jedes Mal leid irgendwie, aber ja, wie schon so oft erwähnt, es warten noch andere auf eine Partie. Tut mir leid, lila Springer. Okay, ich nehme jetzt einfach wieder oben was an. Chiller. Cooler Name. Ich kenne jemanden, der auf dem Schachserver von Chessbase sich immer Chiller genannt hat. Aber ich weiß nicht, ob er das ist. Mal sehen, vielleicht. Ich werde ihn nach der Partie fragen, wenn er jetzt bereit ist zur Partie, hoffentlich. Ja, ich weiß auch gar nicht mehr, womit ich hier die Leere füllen soll. Wir können einfach nur warten, leider. Hoffen, dass mein Computer nicht abstürzt, auf jeden Fall. Und dann mal sehen. Chiller. Tja. Ich befürchte, ich muss wieder zur nächsten Partie gehen. Ich habe keine. Doch, okay, das Warten hat sich ausgezahlt. Kurz bevor ich zur nächsten Partie gehen wollte, ist er doch noch erschienen. Spielt hier in Trompowski und ich spiele ambitioniert mit C5. Falls ihr mein GM-Special gesehen habe gegen Ilja Schneider, da kam dieselbe Variante aufs Brett, aber Ilja hat auf F6 geschlagen und ich spiele Springer E4. Und ich vergesse immer, wie das hier genau funktioniert. Glaube fast, ich kann hier mit Dame B6 spielen. Aber es wäre besser, wenn ich mich genau erinnern würde. Ja, es kann gut sein. Es gibt hier Ideen mit G5 eventuell. Ich glaube, so ging das. Und jetzt kann Weiß einen Bauern auf mit Springer D2, Dame schlägt B2, Springer schlägt E4 und dann Dame B4 Schach. Ja, genau so war das. Okay, aber ich mag diese Bauernopfer nicht, besonders in diesen kurzen Partien. Und er opfert den Bauern auf andere Art und Weise mit Springer C3. Das würde jetzt nach Dame schlägt B2 zum selben führen. Aber ich hätte die zusätzliche Option, Springer schlägt C3. Ach, das gefällt mir irgendwie auch nicht so toll. Nehmen wir hier den Bauern mit. Aber Weiß hat hier definitiv Kompensation. Na gut, mal sehen. Aber erstmal habe ich hier einen Bauern mehr immerhin. Okay. F3, ja, das war wohl zu vermuten. Und dann gleich E4. Das war irgendwie ja klar. Wohin stelle ich meine Dame? Ich spiele meine Dame B4. Er wird wohl jetzt nicht die Damen tauschen. Und dann. Na gut, ich nehme die Damen vom Brett. Ich glaube, da habe ich weniger Sorgen, dass er irgendwie einen Königsangriff macht oder irgendwas in der Art. Ich glaube, er hätte besser C3 spielen sollen. Und jetzt hat er natürlich nach wie vor Kompensation, er hat Raumvorteil, aber ich glaube nicht, dass das hier ausreichend ist. Okay, ich spiele mal A6. Er müsste jetzt auf D7 schlagen. Ist jetzt ähnlich wie in der Partie eben. Wieder stelle ich meinen König komisch hin auf D7, aber dafür habe ich hier das Läuferpaar bekommen. Und er will mich jetzt hier festnageln. Okay. Auf dem Punkt B7. Sehr interessante Idee. Wie komme ich da raus? Na gut, ich spiele mal König C7 erstmal, dann Turm B8.
überdeckt das hier und hoffe, dass er seinen Druck nicht allzu sehr vergrößern kann. Läufer D7. Frage ist natürlich auch, wie ich jetzt hier Fortschritte machen kann. Läufer B5 ist eine Idee. Funktioniert Läufer B5? Ich glaube schon. Ich schlage erstmal auf C3 und jetzt Läufer B5. Ach ne, der Bauer auf A4 hängt doch. Warum soll ich den nicht rausschlagen? Ja, Läufer B5 hätte er nämlich noch A5 spielen können und den Turm auf B6 nochmal decken, aber wenn ich den Bauer nehmen kann, warum nicht, ne? Okay, jetzt, E5, ist E5 ein Problem? Ich decke einfach mit Turm D8 oder Läufer B5 wieder. Ja, Läufer B5, ED6, König schlägt B6, D schlägt E7. Muss man ja nicht machen, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Von daher, hier jetzt mit zwei mehr Bauern steht natürlich sehr gut. Wenn er jetzt nicht konkret noch irgendwas hat, ich glaube nicht. Und hier kann ich einfach, denke ich, jetzt hier den Bauern nach vorne ziehen. B4 im nächsten Spielen mit Schach und dann nochmal Schach. Achso, das ist gar kein Schach. Ups. Okay, nicht so wild. Nichts passiert. Der Turm soll nicht eindringen hier. Er spielt jetzt ein bisschen schneller, aber ich glaube, das ist hier recht hoffnungslos, denn ich habe einfach zwei mehr Bauern und die laufen nach vorne. Ist sehr leicht für mich zu spielen und das werde ich hier, denke ich, nach Hause fahren. Okay, und er hat jetzt aufgegeben. Und wo lässt sich hier sein Fehler festmachen? Ich denke, er sollte nicht zulassen, dass ich den Damen tausche. Früh im Spiel, also hier einfach erstmal C3 spielen. Ich spiele wahrscheinlich die Dame nach A5 und jetzt E4, D6. Und hier hat Weiß definitiv Kompensation. Ob es ausreichend ist, schwierig zu sagen. Aber in der praktischen Partie, vor allem in der Blitzpartie, alle Chancen natürlich im Spiel. Okay. Und jetzt, ich glaube, Suchti wartet schon sehr, sehr lange, dass ich seine Partie annehme. Den habe ich hier auch immer als Zuschauer gesehen. Von daher Suchti TV jetzt mal eine längere Partie, 5 plus 0. Und es kann losgehen. Ja, ich spiele jetzt fast anderthalb Stunden. Bisher läuft noch alles glatt. Mein Computer ist nicht nochmal abgestürzt, nur das eine Mal. Ich habe ihn auf Höchstleistung eingestellt. Vielleicht macht das den Unterschied. Ich prüfe mal kurz, wie heiß er ist. Ja, das geht eigentlich alles. Alles okay. Vielleicht ist das der Trick, dass ich ihn auf Höchstleistung einstellen muss. Weil ich habe natürlich nebenbei noch das Programm laufen, was hier alles aufnimmt. Und dann hier Chess24 frisst, glaube ich, auch ganz gut Speicherplatz oder was immer da gefressen wird. Okay, wir sind in der Partie. Läufer C4, ein Antisizianer. Antisizianer ist quasi alles, wo Weiß nicht offen spielt, also mit D4. Und ich spiele hier gerne dann meine Bauern hier auf A6 und E6 und kann hier natürlich gleich den Läufer schon angreifen auf C4. Und der Läufer muss jetzt schon zurückweichen nach E2 wahrscheinlich, denn nach Läufer B3 könnte ich ihn hier direkt gewinnen mit C4, stellt ihn nach D3, aber da steht natürlich dem eigenen Bauern jetzt ein bisschen im Weg. Und ich glaube, ich spiele gar nicht C4, da würde ich ihm nur helfen. Ich lasse ihm hier den Läufer auf D3, damit er seiner Entwicklung im Weg steht. Gut, er kann natürlich seinen Läufer nach B2, 4 entschittieren, aber das würde ich jetzt auch alles nicht besonders fürchten. Ich spiele mal, sollte ich Springer F6 spielen? E5. Nee. Ich spiele hier mal. Ach, Quatsch, E5 mache ich natürlich auch nicht. Sehr witzig. Ich spiele mal D6. Ganz ruhig und solide. Und dann gleich Springer F6 und so weiter und so fort. Gegner schreibt mir gerade, wenn man Sizilianisch nicht kann, ist man gebissen. Ja, Sizilianisch ist tatsächlich einer der größten Eröffnungskomplexe nach erstens E4. Von daher, wenn man darauf keine Lust hat, dann vielleicht besser etwas anderes spielen oder sich es anschauen. Und da kann ich natürlich nur meine Serie empfehlen. Ich glaube, sie heißt
mein Repertoire gegen Sizilianisch. Ne, Profi-Repertoire gegen Sizilianisch, genau. Auf Chess24. Da habe ich tatsächlich den gesamten Sizilianer abgedeckt. Und was passiert eigentlich auf dem Brett? Er hat mir gerade den Bauern auf E4 gegeben. Und jetzt hat er wohl verpasst, dass der Springer auf C3 auch noch hängt. Da der Bauer auf D3 jetzt den Bauern nicht mehr, den Springer nicht mehr deckt. Und den konnte ich mir jetzt hier schnappen. Und habe natürlich jetzt hier eine Mehrfigur. Okay, den schlage ich auch noch auf D3. Und jetzt entwickle ich mich mal zu Ende. Okay. Ja, hier sollte wohl nichts mehr anbrennen mit Mehrfigur und Mehrbauer. Aber mal sehen. Ja, immer noch sehr viele Herausforderungen. Mal sehen, wie lange ich noch spiele. Vielleicht sogar noch bis um 3, also 3 meine Zeit, 21 Uhr eure Zeit. Ich spiele noch ein bisschen, da ja auch mir ein paar Partien abhanden gekommen sind und das würde ich dann gerne nachholen. Jetzt scheint wirklich alles reibungslos zu laufen, aber es ist mit diesen Abstürzen ist leider manchmal ein bisschen unvorhersehbar und es ist wirklich, ich habe Angst. Ich sitze hier und habe Angst, dass auf einmal mein Computer wieder friert und alles, was ich erzählt habe, in den letzten Minuten quasi weg ist. Aber solange es noch läuft, alles gut. Okay, ich entwickle mich zu Ende. Das kann nicht schaden, hier den Springer ins Spiel zu bringen. Ich hätte ihn noch nach C6 spielen können, aber ich finde das immer harmonischer, wenn der Läufer hier freie Bahn hat auf der langen Diagonale. Und jetzt verdoppelt er die Türme, aber es gibt keine Einbruchsfelder, denn es ist alles gedeckt jetzt mit dem schönen Springer auf D5. Feld C7 ist überdeckt und ich werde jetzt gleich auf der C-Linie dagegen halten. Und man sagt ja immer, der Angreifer, beziehungsweise der, der Material Plus hat, in diesem Fall bin ich das, tauscht Figuren, während der Verteidiger oder der, der Material weniger hat, Bauern abtauscht. Denn stell dir einfach mal vor, ich hätte jetzt hier die Mehrfigur und wir hätten keine Bauern mehr auf dem Brett und auch keine Figuren mehr und dann wäre es auf einmal Remis. Also mit reduziertem Material gibt es dann häufig Konstellationen, wo man dann noch größere Chancen hat, ein Remis zu erreichen. Aber davon ist natürlich hier Sucht die TV weit entfernt, denn ja, fast das gesamte Material ist noch auf dem Brett und ich werde es natürlich zu verhindern wissen, dass zu viel Material hier abgetauscht wird. Aber mal sehen. So, spiel mal Läufer F6. Peile hier das Feld jetzt C3 an. Das sieht recht attraktiv aus für meinen Springer. Okay, G4, das schwächt natürlich bedeutsam seine Stellung. Das heißt, wenn er hier mir das öffnet, dann möchte ich gleich meine Dame nach B7 stellen. Ich muss natürlich aufpassen, dass ich hier den Turm noch oft genug gedeckt halte. Hätte ich jetzt fast eingestellt. Oh weia. Oh weia. Selbst mit Material mehr immer konzentriert bleiben. Sehr wichtige Sache. Und er ahnt wahrscheinlich meinen Plan. Jetzt hier Dame B7 und dann irgendwann auf H1 Matt setzen. Das ist mein Ziel. Spielt G5. Ich tausche jetzt einfach einmal auf C2 ab. Nicht, dass noch irgendwelche Tricks kommen. Und dann werde ich gleich meinen Läufer wegziehen. Ah, wohin? Wahrscheinlich nach E5. Dann kommt D4. Na gut, ich stelle nach E5. D4, Läufer F4.
ist ja auch alles nicht so wild. Und dann verfolge ich weiter meinen Plan und natürlich seine Zeit läuft jetzt ab, von daher, das wird jetzt hier sehr bald entschieden sein. Okay, dann B7. Mache ich mal ein Tempo hier. Und jetzt ist seine Zeit abgelaufen und ich habe die Partie gewonnen. Ja. Wieder kann man hier den Fehler nicht früh in der Eröffnung suchen, natürlich. Hat der Such-DDV früh seine Figur eingestellt nach Springer. Hier erstmal sollte der Bau gedeckt werden, am besten mit D3. Ich denke, das wäre hier eigentlich gar nicht so schlimm für Weiß alles. Ist eigentlich alles ganz vernünftig. Also, würde wahrscheinlich D5 spielen. Hier könnte man sogar über sowas nachdenken. Es ist eigentlich alles gar nicht so wild. Aber nachdem der Bau jetzt weg ist, der wichtige Zentrumsbau und dann natürlich hier gleich die Figur, dann war die Partie natürlich im Prinzip schon gelaufen. Okay, nächste Partie. Was habe ich denn hier noch? Sepp Chess wartet, glaube ich, auch schon seit längerer Zeit. Habe ich hier auch schon längerer Zeit gesehen. War auch häufiger unter den Zuschauern und deshalb nehme ich jetzt hier seine Partie mal an. Ich glaube, nach der Partie sollte ich mal wieder abspeichern. Nur zur Sicherheit. Okay. Wir gedulden uns mal wieder. Okay, da ist er auch schon. Ich bin ja schon wieder schwarz. So oft schwarz heute. Und wir spielen den Sizilianer. Zum gefühlten 100. Mal. Aber ich werde nicht müde. Naidoff ist absolut meine Lieblingsvariante. Und das spiele ich sehr, sehr gerne. Und das ist hier eine sehr scharfe Variante. Mit Läufer G5 spiele ich auch selber. Sechstens Läufer G5. Sehr taktisch. Und es gibt hier Ideen, auf E6 zu opfern. Jetzt die Dame nach D2 gestellt. Ich frage mich gerade, ob ich das nicht schon vielleicht ausnutzen kann. Vielleicht. Ich spiele mal H6. Der D Läufer H4, vielleicht Springer schlägt E4, ist schon möglich. Ist der Nachteil, dass die Dame nach D2 gegangen ist, weil sie dann eben angegriffen werden kann. Und er hat den Braten gerochen, vermute ich, denn er schlägt mit dem Läufer auf F6. Jetzt stehe ich vor der Frage, wie ich wieder schlage. Ich schlage mal mit der Dame. Mal sehen, was das hier wird. Weil Weiß in der Zukunft oftmals Ideen hat mit F4, E5 und dann habe ich hier eine stärkere Kontrolle über das Feld E5. Okay, er rochiert kurz. Das kommt leicht überraschend, denn eigentlich war ja Dame D2 die Idee, die Lange auch hatte vorzubereiten, jedenfalls. Das hatte ich erwartet. Und das ist, Lange auch ist häufig gefährlicher, weil Weiß dann eben sehr gut seine Bauern nach vorne schieben kann, am Königsflügel und mich attackieren kann. Okay, ja, ich würde sagen, ich vollende jetzt hier meine Entwicklung. Ich muss nur schauen, dass meine Dame hier nicht gefährdet ist auf F6, aber ich glaube, das ist noch alles okay. Er spielt F5, möchte jetzt hier mir Probleme bereiten. Aber ich halte alles gedeckt mit Springer C5. Und jetzt habe ich natürlich ein sehr schönes Feld für die Dame auf E5. Da könnte ich sie dann mal hinbewegen. Eventuell. Also das sieht alles nicht so schlimm aus hier für mich. Ich denke, ich bin hier ganz gut rausgekommen. Habe jetzt auch selber Ideen, hier Druck zu machen mit B4 und Druck auf den Bauern E4. Das ist eine ganz schöne Konstellation hier. Springer C5, Läufer B7, Springer auf C5. Wirklich sehr schönes Feld. Deckt den Bauern auf E6. Eventuell Abtausch, Läufer B3 und Druck gegen den Bauern auf E4. Gut, ich kann hier mal a tempo zurückschlagen, um keine Zeit zu verlieren, falls er dort schlägt. Turm F1. Ist das eine Möglichkeit? Ja, natürlich ist das eine Möglichkeit, aber vielleicht muss ich das nicht fürchten. Ich denke, ich könnte jetzt hier tatsächlich einfach ganz dreist vorbeiziehen und dann
im nächsten Zug auf E4 schlagen tatsächlich. Und ich konnte nicht direkt auf E4 schlagen, weil er dann Ideen gehabt hätte, D schlägt E6 und der Turm greift die Dame auf der F-Linie an. Von daher musste ich das so rum machen. So, und jetzt greife ich zu. Ganz klar ist die Geschichte leider nicht, denn. Okay, er kommt über G3. Ich dachte, er macht Springer C3 und Springer D5. Das hatte ich ein bisschen befürchtet. Und dann hätte ich wohl schlagen müssen und wir hätten ungleich freie Läufe gehabt. Und hier kann ich aber jetzt wohl D5 hoffentlich spielen. Weil er nicht schlagen kann wegen Turm AD8 und Fesselung auf der D-Linie. Und wenn ich das jetzt geschafft habe und das stabil halte hier, dann hat er, denke ich, ein Problem. Ich muss hier aufpassen auf Ideen mit Springer H5. Aber ich glaube, das ist eigentlich noch alles mehr oder weniger unter Kontrolle. Ich mache mal Turm. Will ich Turm FE8 machen? Vielleicht lieber E4. Ja, na gut, machen wir. Ich muss jetzt einen Zug machen. Die Zeit wird knapp. Ich mache jetzt E4 und schließe mich dazu. Jetzt Springer H5, aber ich tausche die Damen. Und ohne Damen ist es natürlich hier deutlich angenehmer jetzt für mich, denn da muss ich mir keine Sorgen mehr machen um meinen König. Und jetzt wird natürlich auch die Zeit ein entscheidender Faktor. Aber ich glaube, das sieht hier alles nicht so schlecht aus für mich. Oh, den kann ich schlagen. Okay, er probiert es weiter, klar. Denn die Zeit ist knapp. Aber ich stehe natürlich jetzt hier sehr stark mit meinen Figuren. Und das sollte ich gewinnen können. Läufer schlägt Schach. Er bietet Remis an, aber das kann ich hier nicht annehmen. Und jetzt hat er aufgegeben. Okay, umkämpfte Partie. Vielleicht Turm F1. Kleiner Fehler. Vielleicht lieber auf E6 schlagen, um dann eben nicht den Bauern zu verlieren. A3 wäre noch ein anderer Zug, den man aber natürlich auch nicht gerne macht. Vielleicht war auch F5 ein bisschen zu verpflichtend hier. Vielleicht lieber irgendwas E5 nochmal vorbereiten. Idee mit Springer F3 oder sowas. Und dann denke ich, dass hier die beste Chance war, Springer C3 zu spielen und dann hier einen Springer nach D5 zu stellen. Ja, vielleicht muss ich den nicht schlagen, aber trotzdem hat hier Sepp Chess, der Weiße, definitiv noch Kompensation für den Bauern. Das muss ich auch erstmal gewinnen. Okay, ich hatte es angekündigt, ich mache nochmal eine Pause und dann kommt der letzte Teil. Ich denke, ich spiele noch ein bisschen weiter und dann sehen wir uns gleich wieder. Ciao.